Ngorongoro-Krater. 16 mal 20 Kilometer misst die Arche Noah Tansanias. In dem größten, nicht mit Wasser gefüllten Vulkankessel der Welt leben je nach Jahreszeit 15 bis 25.000 Wildtiere. Hier kann man die Big Five aus nächster Nähe erleben. Es gibt hier rund 30 Elefanten. Wer Glück hat, stößt am frühen Morgen sogar auf die seltensten Bewohner, die Geparde. Vor allem ist der Krater für seine Löwen berühmt. Über 100 Simbas, so nennen die Tansanier den König der Tiere, leben hier in mehreren Rudeln. Löwen paaren sich immer wieder das ganze Jahr über und jedes Mal ausgiebig. Tüpfelhyänen und Flusspferde begrüßen den Tag auf ihre Art. Der Frieden trügt. Flusspferde können äußerst aggressiv werden, wenn man in ihr Revier eindringt. Jährlich werden mehr Menschen von Hippos getötet als von jedem anderen Wildtier. Bereits 1978 wurde die gesamte Ngorongoro Conservation Area zum Weltnaturerbe erklärt. Auch zum Schutz der Leoparden. In Tansania leben gut 34 Millionen Menschen. Das Land gehört zu den ärmsten der Welt. Extensive Landwirtschaft ist nur auf rund 4% der Landesfläche möglich. Lediglich die Märkte im Norden, in der Gegend um Arusha, bieten ein reichhaltiges Angebot, das fast schon europäisch wirkt. Der einstige Marktflecken hat mittlerweile über eine Viertelmillion Einwohner und ist die Tourismusmetropole des Landes. Von Arusha aus können Touren jeglicher Art organisiert werden. Auf den nahegelegenen Mount Meru, den Kilimandscharo, und natürlich in die Serengeti. Auf den Straßen versorgen sie die fliegenden Händler mit allem, was sie brauchen. Und vielleicht auch nicht brauchen. In jedem Fall können sie in Arusha unter mehr als 100 Safari-Veranstaltern auswählen. Ein Tipp: Mit renommierten Unternehmen wird auch Ihre Safari bestimmt zum Genuss. Sansibar, die größte Insel Ostafrikas. Sansibar war auch die Heimat eines anderen Exportschlagers. Freddie Mercury wurde hier 1946 geboren. Zu Ehren des exzentrischen Frontmanns der Gruppe Queen ist eine Bar an der Hafenpromenade benannt worden. Die Altstadt Sansibars ist berühmt für ihre eindrucksvollen alten Gebäude. Und daher hat die UNESCO die Stone Town zum Weltkulturerbe erklärt. Schön ist diese Insel. Der Ausruf der ersten arabischen Seeleute hat ihr den Namen gegeben. Sansibar. Sansibar. Sansibar heute. Ein Kaleidoskop der Völker und Religionen. Ein kultureller Schmelztiegel mit morbidem Charme. Zur umfassenden Sanierung der Fassaden fehlt das Geld. Berühmt ist Sansibar für die geschnitzten Holztüren. Prozent der rund 400.000 Sansibaris sind Anhänger des islamischen Glaubens. Der Eid al-Fitr ist einer der beiden höchsten islamischen Feiertage, an dem das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert wird. Wenn es dunkel ist, wird Sansibar seinem Ruf gerecht, als Insel der tausend Düfte.
Vom Meer her weht eine kühle Brise und über dem Food Market liegt ein Gemisch aus Gewürzen, heißem Öl, Fisch, Fleisch und gepresstem Zuckerrohrsaft. Touristen und Einheimische treffen sich hier zum Essen und Erzählen. Nicht nur am Ende des Ramadan ist Sansibar ein Genuss.